5 Jahre Garantie, nur 888 Euro. Wird man das machen, Mussi? Ich glaube, man muss genau hinschauen. Die Bedingungen muss man wissen, das ist nämlich keine Herstellergarantie, sondern eine Versicherungsgarantie. Und ich habe selber bei der Versicherung gearbeitet, ich weiß. Man muss genau hinschauen. Muss man genau wissen, was abgeht. Also ob das Fahrzeug überhaupt was taucht, das schauen wir uns jetzt erst einmal an. Wir stehen nämlich hier vor dem Mobilwetter Kia i85. Und da gehen wir jetzt mal rein. Oder schauen wir uns das von außen an? Ja, ich würde sagen von außen. Also, dann machen wir uns das von außen. In erster Linie muss man sich natürlich alles leisten können. Deswegen schauen wir uns erst einmal den Preis an. Der Fahrzeuggrundpreis liegt bei 90.000 Euro. Und hier, so wie das Fahrzeug dasteht, 106.000 Euro. Bei einer Länge von 7,47 Meter. Und eine Höhe von 2,95 Meter, aber technisches Gesamtmaß 3,5 Tonnen. Also wenn man es ein bisschen ausstatten will, dann wird man wohl auflasten müssen. So steht das Fahrzeug schön da. Designmäßig ist Mobilwetter so und so. Eine erste Adresse. Und dann sehen wir hier schon die Heckgarage mit der Tür. Die geht ungefähr 160 Grad auf. Das langt ja vollkommen. Aber die Heckgarage ist etwas schmal. Ja. Fahrräder wird man unterbekommen, aber. Aber mit Heckgarage-Regal und Fahrrädern wird es dann schon ein bisschen knapp, weil man braucht ja auch noch einen Platz für die Chemiestühle. Ja, und hier sieht es aus, wie wenn hier ein Durchgang in den Innenraum wäre. Scheint wohl immer mehr zu kommen, eine Zugriffsmöglichkeit auf die Heckgarage, was ich grundsätzlich für eine tolle Idee finde. Die Rückwand von Mobilwetter, das ist jetzt sicherlich optisch zweifarbig schön gestaltet, aber man sieht hier wieder den Wulst, was uns gesagt wurde, das ist der Optik geschuldet, aber ich sage, das ist der Bauweise geschuldet. Wie gesagt, ich bin kein Experte, aber diese Wulst haben heute viele Hersteller nicht mehr, weil sie das Fahrzeug anders bauen. So, und da haben wir das Design. Dann schauen wir nochmal ins Fahrzeug rein. Und geht die Ussi voraus? Ja, sie geht. So, wir sitzen hier gemütlich in der L-Sitzgruppe. Und Mobilwetter baut generell, ist ja Italiener, baut generell auf Fiat. Was ja auch soweit okay ist. Jeder kennt die Vor- und Nachteile von Fiat und von Daimler. Das brauchen wir nicht mehr großartig erklären. Haben wir uns häufig dazu geäußert. Und Fiat ist ein robuster Motor, da kann man gar nichts Negatives sagen. Ein Hubbett ist hier auch verbaut und das im Mobilwetter-Stil sogar etwas mit Design orientiert. So, das brauchen wir nicht aufmachen. Die Sitze sind jetzt hier zum Teil aus Kunstleder. Auch der Fahrersitz. Da wird man nicht viel Freude dran haben, denn das ist eine sehr schweißtreibende Sache im Gegensatz zu Leder. Aber da kann sich ja jeder selbst einen Bezug drauf machen. Ja, ich meine, dieses Design hier, das hier ist jetzt sowieso auch nicht gerade mein Geschmack, aber das ist ja jedem selbst überlassen und ist ja schon unterschiedlich. Jeder hat was an, findet was anders schön oder gemütlich. Es ist ja auch die Möglichkeit, man kann ja zwischen den verschiedenen Designs wählen. Jetzt haben wir hier einen Spiegel und oben haben wir den Fernseher, der ist da oben auch nicht optimal angebracht. Weil man muss dann immer mit dem Kopf hochschauen und es wird mit der Zeit dann etwas ungemütlich. Ja, vielleicht kann man das aber auch noch weiter nach unten stellen, dann, wenn man das vormacht. Vielleicht kann man das auch ein bisschen verstellen dann irgendwie. Technisch meine ich jetzt. Was sieht das, glaube ich, nicht. Ah ja. Ja, sonst wäre es so. Lang nicht hin, nicht, dass es abfällt. Die Ussi hat nämlich manchmal ein bisschen ein unglückliches Händchen. Unmöglich, der Mann. Ja, also was ich jetzt hier natürlich überhaupt nicht praktisch finde, ist genau über dem Kühlschrank
die Bedienungsleiste. Ja, ich weiß jetzt nicht, warum man die nicht da und bringt wie andere, aber Mobilwetter hat halt doch einiges etwas anders. Mhm. Haben wir hier ein großes Fach. Ja, aber da ist ja auch irgend so Technik drin. Da ist Technik drin, ja. Also für einen eventuellen Backofen weiß ich nicht, ob man das hier einbauen könnte. Das ist auch der Domini-Kühlschrank, ähnlich wie wir haben, oder? Ich weiß nicht, ich kann nichts erkennen, dass also da irgendwas dran steht. Die Form sieht aus wie unsere. Das war das Vorgängermodell von Dometic, der uns eigentlich... Ja, bestimmt Dometic irgendwo stehen. Also ich glaube nicht, dass das Dometic ist. Also ich kann da nichts erkennen, aber... Wir können es nicht sagen. Nein, aber auf jeden Fall ist es ein Kühlschrank. Der sicher auch gut funktioniert. Und ein Gefrierfach. Und da haben wir den Hersteller, das ist die Firma. Nee. Ihr könnt es gerne in die Kommentare reinschreiben, wir wissen es nicht. Ja, wir zeigen auch nur das Auto. Ist auch für uns nicht so wichtig. Ja. So, und jetzt sind wir im Küchenbereich. Was sagt da die Hausfrau dazu? Ja, das sieht gefällig aus. Ist halt wie überall, ist klar. Drei Flammenherd und eine Spüle. Ja, ja. Ist, ja, wie überall. Ganz normal. Ganz normal. Nichts Besonderes. Mhm. Ja. Und dann haben wir hier die, oben die Schrankklappen. Die sind auch ohne Knopf. Also da ist so ein Sicherheitsknopf. Ist aber auch Hochglanz. Ja, ja. Ist Hochglanz und ich sehe schon hier, wurde nicht richtig geputzt. Also es haben schon viele Messebesucher dran rumgedaugt. Schau mal, was ich da jetzt gerade gesehen habe. Unter der Spüle ist ein Fach mit einem Auszug. Sehr schön. Das ist natürlich toll. Ja. Das ist gut. Gute Lösung, ja. Aber im untersten Fach, setzen wir uns mal da drauf, da ist kein Auszug. Kein Auszug und ist auch ganz klein. Irgendwas Technisches ist da nämlich drin. Weiß nicht, ob das jetzt, ja, ist vielleicht ein wenig unpraktisch. Mal die, ja, das sind normale Schubladen. Besteck, ja, steht wieder auf. Was man hier sehen kann, das ist also kein richtiger Doppelboden, denn man hat hier eine Stufe. Und man hat auch zum Vorderhaus hin eine Stufe. Gehen wir hier mal rein ins Bad. Und die ist natürlich auch wieder mit der Toilettentür verschließbar. Also auch ein Raumbad. Mhm, ist sehr schön. So, in der Dusche hat man sich sehr viel Platz genommen. Es ist eine Seifenablage da, es ist ein Dachfenster da, soweit so gut. Aber dass dieses Eck da hinten noch ist, Radkasten ist auch da, aber das ist nicht schlimm. Und das Eck da hinten, da hat man sich einen kleinen Schrank gespart. Dafür hat man etwas mehr Platz und der ist eigentlich verschenkt. Der Platz hinten, dieses Eck, ist verschenkt. Da wäre es vernünftiger gewesen, ein kleines Schränkchen einzubauen. Also hier gibt es eine Schiebetür, aber liebe Leute, ich bin ein bisschen dappig. Entweder ist es dem Morgen geschuldet, aber ich kriege diesen Verschluss, der hier ist, nicht auf. Also es gibt hier eine Schiebetür. Und dann geht der Ingenieur mal hin. Ja, der möchte kein Ingenieur und probiert es. Mal schauen, ob ich das hinkriege. Ja. Gelernt ist gelernt. Da zeigt sich dann auch die Erfahrung. Also, die Tür geht zu. Leicht wischen. Was aber, was ich schon mal sehe, das schön ist, es ist nur eine Türe da. Manche Hersteller machen nämlich zwei Türen. Das heißt, es macht zweimal Krach, wenn man dazu macht. Also, das ist gut gelöst, auch wenn es leicht quietscht, aber da hilft der Tropfen Öl und dann ist das wieder erledigt. Das Fenster ist schön am Bett. Ist größer. Ja, und der kleine Kasten da, da will man was reinbringen, wird nicht ganz einfach. Viel geht nicht rein. Und die hinteren Schränke, wenn man da seine Kleidung rein tut, dann muss man jedes Mal turnen, bis man sie rausholen kann. Aber es geht natürlich. Das sind. Diese Bemerkung ist jetzt ein bisschen unpraktisch, weil. Jeder hat Schränke hinten. Ja, eben, genau. Und bei uns sind die Klamotten auch. Teilweise. Ja. Den Großteil, also T-Shirts und so weiter, haben wir hier in dem Schrank und da passt es nicht rein. Nein, der ist ja auch bei uns viel größer. Also, Ossi. Ja. Ja, und aber das ist nicht so. Also das ist jetzt wirklich kein Thema. Also wir streichen diese Aussage. Ja, genau. Und schauen uns lieber an, wo der Fernseher hinkommt.
Wahrscheinlich. Da haben wir hier eine kleine Nische und da kann man einen zweiten Fernseher von Schlafbereichen machen. Da ist ja auch eine Buchse, oder? Ja, ich habe sie gesehen. Aha, okay. Ich habe sie sogar in der Kamera drinnen. Gut, gut, gut. Und dann schauen wir, Ossi, ob wir da einen USB-Anschluss haben. An der Lampe. An der Lampe ist ein USB-Anschluss, da kann man auch das Handy anstecken. Ja. Und in der Mitte kann man sicherlich auch eine Matratze reinlegen. Ja, ja, vermutlich. Ja. Sodass das Ganze auch kuschelfähig ist. Ja, genau. Ja. Wie auch immer, jeder hat andere Bedürfnisse und Vorstellungen. Schauen wir mal, was da drunter ist. Da ist ein Lattenrost drunter. Also Frohle wieder bei Eigenbauweise, wenn man das haben will. Dafür haben wir hier schon mal eine Schublade. Hier hat es viele Schubladen. Oh ja, das ist ja sogar sehr praktisch. Ja, warte, aber da muss ich jetzt runter. Weil mindestens genauso praktisch hin. Wie ein Oberschrank. Ja, Schublade. Die Ossi muss auf die Knie gehen. Ja. Also, guck mal auf hier. Das ist wahrscheinlich eine. Durchreichend in die Garage, das haben wir ja schon gesehen. Ja, sehr schön. Also, das ist ja schon mal ganz toll. Und da nochmal. Zweite Schublade. Also, muss ich jetzt sagen, finde ich super. Ja. Und hier drüben haben wir auch Schubfach. Oh, das ist so tief bis nach hinten. Also da muss man sich gut überlegen, was man da nach hinten reinstopft. Ansonsten kann man es vielleicht. Ansonsten ist nichts zum Rausziehen. Ansonsten kann man es vielleicht von hier rausholen. Ja. Nein, kann man doch, nicht. Doch, oder? doch, schon mal. Was ich... Nein, kann man nicht. Hier, das Fach ist kann zu. Kann man nicht. Ja. Also mal auf hier dieser Schrank. So wie es aussieht, gibt es für den hier. Und dann haben wir hier nochmal einen Kleiderschrank. Ja, aber halt, da muss ich, geh du mal runter. Sonst komme ich da ja gar nicht hin. Und mach mal diese Seite erstmal auf. Und? Ach, da kann man vielleicht, kann man da vielleicht noch irgend so Ausziehschubfach einbauen oder so. Also irgendwas ganz Innovatives ist da dabei, ja. Aber wir finden die Erklärung nicht. Nein, so beschäftigt haben wir uns ja jetzt auch nie mit dem Fahrzeug. Und hier ist auch nochmal ein sehr großes Fach und da scheint Technik drunter zu sein. Ja genau, da ist irgendwas. Komm mal her mit der Kamera. Ich leuchte da mal. Da ist irgendwas Technisches mit verbaut. So, und wir müssen uns jetzt beeilen, weil gleich wird die Messe eröffnet. Und dann geht der Ansturm los. Heute ist Samstag, der vorletzte Tag der Messe. Ja, die Musik ging schon an in der Halle. Also die Musik geht schon an. Gleich die Massen kommen. Ja. Und da ziehen wir uns dann zurück in unser Gustl und kommen dann später zurück. Wir sind ja jeden Tag bei Remektro von 13 bis 15 Uhr und freuen uns auf jeden, der wiederkommt. Und wenn das Video online ist, gekommen ist. Ja, aber da musste ich jetzt ganz schön beeilen. Ja. Also, Ossi, ich würde sagen, wir verabschieden uns. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir müssen noch in Erfahrung bringen, einen kleinen Moment noch, wir müssen noch in Erfahrung bringen, weil das Thema ja jetzt bei dieser Messe ganz aktuell ist. Wie ist der Aufbau? Der Aufbau der Seitenwand. Das kläre ich schnell noch ab. Mhm. So, jetzt haben wir noch eine Auskunft bekommen. Und auch hier ist der Aufbau GFK, XPS-Schaum, GFK. Und somit offensichtlich sehr hochwertig. Produziert wird alles in Italien. Also ein schönes Fahrzeug. Schaut es euch an. Halle 1 auf der CMD 2024. Ihr hört schon das Geschrei, es geht jetzt los. Wir verabschieden uns an dieser Stelle. Und ja, bedanken uns fürs Zuschauen. Jawohl. Noch ein Wort, Ossi? Schönes Fahrzeug. Tschüss. Tschüss.